Ah! Knapp. Das heißt, schaffen wir das noch? Ja. Ah, Monster! Oh, stimmt! Klack, weg damit! Mehr Speck! Ah, voll in die Hartteile! Oder Weichteile? Wie sein momentaner Zustand war. Zweck damit. Komm her, Luise. Aua. Bin ich nicht nett? Nein, geht weg da. Ja. Letzte Minute. Oh, klack. Weg mit dir. Und du verziehst dich auch ganz schnell. Wabba. Ja. Glatz. Ja, putz! Sandy. So, das war's. Ich glaube, hier hinten gab es auch noch was. Ja, guck dir das an. Weißkugel. Der Prinz ist ein ganz perverser. Er steht auf große weiße Kugeln. Ich finde das belustigend. Bevor wir diese Vision machen und bevor wir abspeichern, trinke ich erstmal was, damit ich danach nicht mehr hinlaufen muss. Gut. Pass auf, nein, nicht da. Oh mein Gott. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut, wir haben diese extrem knappen Situationen gesehen und jetzt fragen wir uns, werden wir diese auch so grandios meistern, wie es der Prinz getan hat? Wir werden sehen. Als allererstes muss ich auf diesen Schalter rennen. Dann springen wir weg. Dann steht vor uns eine riesige Säule, auf die wir dann hektisch hinaufklettern und ganz schnell nach oben springen. Da müssen wir uns ganz schnell drehen, um darauf zu kommen. Und wow, wir hatten kaum noch Zeit. Ist das euch jetzt aufgefallen? Okay, ist da, daran. Ich merke schon, ich hasse diese Teile. Ich hasse sie wirklich. Ich kann sie partout nicht ab. Ich weiß nicht, was das ist, aber nein, das geht einfach nicht. Ich hasse sie. Ich habe überlegt, ob ich darüber laufen kann. Ja, kann ich, aber das war wohl zu weit. Scheiße. Was ist da fallen? Noch immer da schnell rüber? Ja, doch geklappt. Wunderbar. Ach du Scheiße. Wir machen mal das jetzt. Okay, ganz einfach. Nein, falscher Knopf. Zeitlupe. Hat doch geklappt. Gut, dann springen wir daran. Drehen uns. Und drehen. Und drehen. Und drehen uns hier in Wolf. Fertig. Okay, probieren wir das mal aus. Wir gehen ganz langsam. Ganz, ganz langsam und gesittet. Bleib stehen. Nicht. Au! Okay, also wir haben nichts gemacht. Wir haben einen Ansatz zu einem Sprung gemacht. Und dann reagiert das Ding, obwohl wir nur in die Hocke gegangen sind.
Aber beim langsam drübergehen passiert nichts. Ach, ist doch alles scheißegal. Ja, mal da hoch. Geh mal da lang. Ah, klasse. Ich gehe darüber schleichend und nichts passiert. Und jetzt hänge ich über so einem Teil. Und das Ding löst ständig aus. Krass. Wieder diese verträumte Musik. Das kann nur eins bedeuten. Schlaraffenland. Entschuldigung. Seltsam. Ich war bestimmt schon mal hier. Das mag sein. Ich war schon mal hier. Schluck. Gut, unser Gustav ist länger geworden. Guter Gustav. Das war natürlich alles geplant, nur um euch wach zu rütteln, während ihr in diesem Let's Play eingeschlafen seid. Aha. Woppa. Woppa. Doppelwoppa. Schaffen wir? Geschafft. Was soll das denn ständig, ey? Kein Bock mehr. Ich vergeude hier meinen ganzen Sand. Und hier ist nirgendwo ein Spielplatz, wo ich mir einen neuen holen könnte. Gut. Dann rennen wir am besten. Ganz ruhig. Jetzt los. Au! Boah, ist doch nicht wahr! Mann! Geh nochmal. Nein? Ja, jetzt, renn. Jawoll. Mit dem schaffe ich's direkt, ne? Das ist eine Scheiße. Aber ein Glück! Ach, ich bin ja voll generiert. Scheiß, mir fehlt nur der Sand. Ich hab das Ding nicht mal berührt. Guck. Nein, ich bin einfach drinnen vorbeigelaufen. Mann. Aber jetzt. The door is open. Wir gehen aber nochmal runter und warten. Bis die Tür sich wieder schließt. Verdammt, wir haben noch eine Chance, haben keinen Sand mehr. Okay, geh vor runter. Wieder hoch. Also komm schon. Jawohl. Knapp. Das war wirklich knapp, muss ich zugeben. Farah! Könnt ihr mich hören? Kann man das denn packen? Und das alles ohne Sand. Geht doch nicht. Ja, Spitzenidee, wirklich. Ganz klasse. Au! Fall doch nicht zurück! Wie doof war das denn? Er kriegt eins hinten in den Rücken und das Einzige, was er macht, er springt nach hinten. Nach hinten. Er kriegt von hinten was und fliegt nach hinten. Das ist genauso, als würdest du einen Ball in die Fresse bekommen und nach vorne fallen. Das war... Warum? Oh Gott, ich könnte mich ja wieder aufregen. Meine Eier. Heftig, mir immer noch kein Sand.
Ja, scheiße, ey. Schaffen wir doch nie ohne Sand. Und ich wette mit euch, ich wette euch, hundertprozentig, hinter dieser Tür, wo wir jetzt gleich lang gehen, ist ein übelster... Ja gut, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft. Scheiße. Mann. Ist es denn die Möglichkeit? Gehen wir einfach mal da lang. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt irgendwas zu riskieren. Was eine Scheiße. Mein Gott, ey. Weißt du, manchmal könnte ich echt ausflippen. Ich werd bekloppt, würde Gronkh jetzt sagen. Ach, übrigens, hier gehen ein paar Grüße an ihn raus. Auch wenn er mich nicht kennt, aber das macht nichts. Na, Wunderbärchen. Ey, sterbe ich hier halb? Ja, klasse. Ey. Mein Gott, ey. Und wie ich vorhin erwähnt habe... Ja, nee, ist gut. Jetzt werde ich auch noch aufgespießt wie so ein Schaschlikwürstchen. Nein, das war so nicht. Soll ich nochmal beginnen? Boah, nee. Ja, Gott sei Dank, ey. Ich dachte den ganzen Kack nochmal von vorne, aber hätte ich wenigstens genug Sand. Scheiße. Ich will nach hinten ziehen, geht das nicht? Warum kann ich nicht nach hinten ziehen? Komm, beeil dich doch, du Mann. Egal, ich zieh ihn einfach nochmal nach hinten. Und ich war vernünftig, damit wir die komplette Zeit ausnutzen können hier. Und dann rennen wir eben ganz kurz darüber. Machen den ganzen Scheiß eben. Gucken, ob wir wieder ein dummer Fußballer sind. Nein, diesmal haben wir es geschafft. Wunderbar. Okay, komm, Beeilung. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, was leider nicht gepasst hat, weil die Tür zu war. Ich wette mit euch, jetzt ohne Sand. Wir haben jetzt keinen Sand mehr. Und hinter dieser Tür, ich wette mit euch, ist garantiert ein richtig fieser Gegner. Ich schwör's euch. Ich weiß es nicht, aber ich wette mit euch um 1000 Euro, dass hinter dieser Tür oder spätestens hinter dieser Tür ein übelst fieser Type ist. Was sage ich? Und wo hat diese Tussi einen Bogen her? Er läuft erstmal eiskalt senkrecht eine Wand runter. Wenn wir das machen, würden wir direkt sterben. Guck dir das mal an. Er ist der Vater von dem, sieht gar nicht so aus. Ja, sicher. Auch noch der Endgegner. Sicher. Wunderbar! So macht das doch Spaß! Oh, Leute! Ja, schieß doch deine Pfeile! Ja, schieß! Schieß! Hinter euch! Hinter euch? Es ist vor, links und rechts neben mir einer. Sie sagt, hinter euch! Boah, nee, weißt du... Alter. Hinter euch! Halt deine Schnauze, Prinzessin. Ohne Witz, du regst mich auf. Wartet auf mich! Ja, komm doch mit! Am Arsch, ich warte doch nicht auf euch. Mann! Ey, sowas kann ich ja ab, weißt du? Nee, anstatt sie schießt! Nein! Jetzt liege ich wieder auf dem Boden. Du 1000 Leute gegen mich. Und mein Vater. Klasse. Warum steckt ihr euer Schwert weg? Warum jetzt mal nicht die Fresse?